Wurstmarkt, so heißt das wohl größte Weinfest der Welt, das heute in Bad Dürkheim öffnet. Über 600.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet, um Wein zu trinken und zu feiern. Und wer viel Wein trinkt, der braucht natürlich eine solide Grundlage. Die Besucher, die haben in den vergangenen Jahrhunderten offenbar sehr viel Wurst gegessen. Daher wurde der Name von Michaelis Fest in Wurstmarkt geändert. Vor einer knappen Stunde wurde der Wurstmarkt offiziell eröffnet. Zwischen 300 verschiedenen Weinen und Sekten aus Dürkheimer Lagen können sich die Besucherinnen und Besucher auf dem Veranstaltungsgelände entscheiden. Etwa 600 Polizistinnen und Polizisten sollen für die Sicherheit auf dem Wurstmarkt sorgen. Und genau dort steht live für uns jetzt Sandra Bieger. Sandra, die Eröffnung mit Aufzug der Winzer, Fassanstich und Konzert auf dem Ludwigsplatz, die ist schon vorbei. Wie ausgelassen ist die Stimmung jetzt? Oh, sehr ausgelassen, kann ich nur sagen. Die Leute freuen sich, dass es endlich losgeht. Ich glaube, man sieht es, es ist proppenvoll, es wird gegessen, getrunken und vor allem viel erzählt. Es freuen sich auch alle hier, dass das Wetter jetzt so gut mitspielt. Ich bin auch heute mit Regenponcho und dickem Schal angereist und jetzt das Wetter hält. Heute Nacht gab es auch noch so eine richtige Gewitterzelle über dem Festplatz. Da sind noch Schirme durch die Luft gewirbelt. Pünktlich zum Beginn wurde alles wieder schön gemacht und jetzt steht dem Wurstmarkt und dem ausgelassenen Feiern nichts mehr im Weg. In diesen Tagen ist die Sicherheit von großen Festen ja in aller Munde. Wie ist denn das auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim? Hier wurde viel gemacht. Man hat sich auf alle möglichen Eventualitäten eingestellt. Es gibt Videoüberwachung, es gibt Lautsprecheranlagen, durch die dann sichergestellt werden soll, dass man den Platz auch schnell räumen kann im Falle eines Falles. Die Gassen hier wurden breiter gemacht, dass man auch schnell räumen kann. Was mich jetzt etwas gewundert hat, anders als in früheren Jahren gibt es keine konsequenten Einlasskontrollen mehr. Markus Brill, Sie sind der Chef vom Wurstmarkt. Warum denn keine Einlasskontrollen mehr? Ja, wir haben bereits im letzten Jahr keine Einlasskontrollen mehr durchgeführt. Wir haben seit vielen Jahren ein Sicherheitskonzept, das wir permanent mit der Polizei und Sicherheitsbehörden weiterentwickeln. Und da war bereits im letzten Jahr das Thema, dass wir wegkommen von Einlasskontrollen, von starren Kontrollen hin zu Blattstreifen. Einfach um viel mehr Präsenz auf dem Platz zu zeigen und somit eine höhere Sicherheit garantieren zu können. Das ist, Sicherheit ist auch oft eine Gefühlssache und diese Präsenz, da wollen Sie zeigen, ja, ihr könnt gelassen feiern. Ja, natürlich. Es ist eine ganz andere Situation, wenn man einmal am Einlass kontrolliert wird, immer wieder Sicherheitspersonal auch sieht. Sei es die Polizei, sei es unser Ordnungsamt, sei es zivile Kräfte. Und von daher haben wir ein sehr, sehr hohes Sicherheitsgefühl bei den Besuchern. Aus dem Grund ist auch so viel heute Abend schon los. Genau, und ich nehme an, das wird sich in den kommenden Tagen nicht ändern. Ich glaube, das erreichte Besucherziel von 600.000 dürfte auch wieder erreicht werden. Und damit zurück nach Mainz.